Das, was ihr hier gerade seht, ist ein Speedrun. Nämlich war das für eine lange Zeit die Methode, den Stern The Big House in the Sky in Mario 64 zu holen. Auf dem Teppich warten, nix machen, bis man den Stern auf dem Dach einsammeln kann. Es gab keinen anderen menschenmöglichen Weg, auf dieses Dach zu kommen, weshalb Carpetless zu einer Legende wurde. Eine Möglichkeit zu finden, das Dach zu erreichen, ohne den sagenumwobenen Teppich zu benutzen, würde den gesamten Mario 64 Speedrun für immer verändern, wurde aber als viel zu schwierig eingestuft und fast schon als Meme gehandhabt. Bis zu einem ganz bestimmten Tag. Carpetless ist mittlerweile eine Sache, die in jedem Top-Level Mario 64 120 Sterne Speedrun angewendet wird, und ich bin heute da, um darüber zu reden. Wie hat sich dieser Trick über die Jahre entwickelt? Wie ist er nun doch möglich geworden und wie wird er in den Speedruns angewendet? All das erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Es gibt in Mario 64 viele Autoscroller, auf denen man theoretisch einfach nur warten muss, um an sein Ziel zu kommen. Speedrunner haben eigentlich für jeden Einzelnen im Spiel Wege gefunden, sie zu umgehen, um viel schneller an sein Ziel zu kommen, sei es durch präzise Sprünge oder eine nicht vorhergesehene Reihenfolge der Mission wie in Dire Dire Dogs, wo die roten Münzen eingesammelt werden, obwohl das U-Boot noch da ist, was man normalerweise halt nicht macht. Dieser Teppich war allerdings die einzige Nuss, die es noch zu knacken galt. Bereits 2009 gab es TAS-Runs, also Speedruns, die nicht von Menschen, sondern von einem Computerprogramm gespielt werden, in denen erste Konzepte von Carpetless aufgezeigt wurden. Wie ihr aber eventuell sehen könnt, sind das Sachen, die ein menschlicher Spieler unmöglich rekonstruieren könnte mit Hyperspeed Wallkicks oder BLJs an Stellen, an denen man normalerweise nicht BLJen sollte. 2013 kam der Tessa Snark allerdings mit einer Methode um die Ecke, die wenigstens menschenmöglich her aussah. Und zwar beinhaltet diese Methode die Bombe auf dem Luftschiff. Grob gesagt muss man diese Bombe nehmen, verglitschen und mit dem Momentum, das man durch den Bob-Omb bekommt, einen Haufen an glitchy Wallkicks ausführen, um ganz nach oben auf das Dach zu gelangen. Immer noch unfassbar präzise und unfassbar schwierig umzusetzen, aber nicht so unmöglich wie alle vorherigen Methoden, was das Feuer in vielen Spielern entfacht hat. Ganze 2 Jahre später hat ToadFan5 es als erster menschlicher Spieler geschafft, Carpetless mit Hilfe von Safe States zu hitten. We did it! Yes! Safe States sind natürlich nicht in Speedruns zugelassen, aber allein der Beweis, dass es theoretisch menschenmöglich ist, war ein großer Schritt. Bei theoretisch sollte es allerdings nicht bleiben. 2019 kam Xayah um die Ecke und hat sich Carpetless angenommen. Xayah ist ein Urgestein der Szene und ist vor allem für seine krassen Singlestar-Rekorde bekannt, in denen super präzise Strats angewendet werden. Er scheint der perfekte Mann für diesen Job zu sein. Nach hunderten Stunden nur diese eine Mission grinden, kam irgendwann der Durchbruch. Als erster Mensch jemals hat er am 3. Mai 2019 Carpetless geschafft, ohne Safe States, ohne Unterbrechung, am Stück. Über genau diese Methode habe ich schon in der Vergangenheit geredet und das hier gesagt. Dieser Trick galt lange als unmöglich und wird von 100% Speedrunner auch nicht benutzt, da er viel zu riskant ist, um hier seinen Run zu gefährden, der ab dem Zeitpunkt schon über eine Stunde lang geht. Ich glaube, schrecklicher als das kann etwas nicht altern. Im Grundlegenden hatte ich aber erstmal recht. Rainbow Ride ist die letzte Welt, die man in 120 Sterne Runs betritt, was heißt, dass jedes Risiko hier zur Folge haben kann, dass man die letzten 1,5 Stunden Fortschritt sofort zunichte macht. Das hält Speedrunner aber nicht davon ab, Speedrunner zu sein. Nach Xayah haben es immer mehr Leute geschafft, Carpetless zu hitten, auch nur einzeln für sich und nicht in einem ganzen Run, aber dennoch unfassbare Erfolge, die alle Respekt verdienen. 2023 hat der Runner Parsi es als erste Person jemals hinbekommen, Carpetless in einem vollen 120 Sterne Speedrun zu schaffen. Leider erst nachdem schon mehrere Minuten an gescheiterten Versuchen vergangen sind und als der Run eh schon tot war, trotzdem aber cooler Meilenstein. Dass diese Methode nicht die Zukunft ist, war allerdings klar. Es war einfach viel zu schwer, um es consistent zu schaffen, und so musste ein neues Setup her. Nur kurze Zeit nach Parsis Run hat der Tessa Chrysalith ein Video hochgeladen, das Mario 64 Speedruns für immer verändern sollte. Eine Carpetless-Methode, die viel unkomplizierter ist als alles, was man vorher gesehen hat. Um hier auf das Schloss zu kommen, werden glitchy Wallkicks an der linken Seite benutzt, eine Möglichkeit, die bereits 2009 entdeckt, aber nicht weiter erforscht wurde, da sie als viel zu schwierig galt. Hier kommt Chrysalith ins Spiel, denn er hat nun ein Setup dafür gefunden, also eine Abfolge an Moves, die das Schaffen dieser Wallkicks viel wahrscheinlicher macht. Alles fängt in dem Loch an der linken Seite des Schlosses an. Wenn man sich ganz am Rand runterhängen lässt, wieder aufsteht, sich dreht und gegen die Wand schlägt, anschließend ein Salto macht, sich um fast 360 Grad dreht und dann nochmal exakt um
um 2 Frames nach links bewegt, hat man es geschafft und man steht im perfekten Winkel zum Absprung. Was wie eine wirre Abfolge an Random Moves klingt, ist auch eigentlich genau das, eine wirre Abfolge an Random Moves, die aber exakt dafür sorgen, dass man die besten Voraussetzungen für diesen Trick hat. Das Schwierigste kommt allerdings erst. Wenn man jetzt ein First Frame Triple Jump macht, also ein Triple Jump im ersten Frame, in dem man den Input für ein Triple Jump setzen kann, gefolgt von einem First Frame Wall Kick, also ein Wall Kick im ersten Frame, in dem man den Input für ein Wall Kick setzen kann, muss man Pause drücken. Das ist wichtig, da man im pausierten Screen den Winkel vom Stick so ändern muss, dass er exakt nach unten rechts zeigt, und das ist ein Muss. Ist man hier nämlich nicht auf dem exakt richtigen Winkel, ändert sich Marios Flugbahn nicht so, dass man den zweiten Wall Kick setzen kann und so auf das Dach des Schlosses gelangt. Es dauerte nicht lang, bis große Speedrunner wie Suiji Carpetless mit diesem Setup geschafft haben, aber statt sich zu freuen, machte sich bei vielen eine negative Stimmung breit. Und das lag daran, wie präzise auch dieses Setup noch ist, vor allem der letzte Abschnitt im Pausescreen. Der N64-Controller hat Einkerbungen beim Stick, mit denen es eigentlich leicht sein sollte, seinen Stick exakt nach unten rechts zu halten. In der Realität ist es allerdings anders, da die Sticks sich mit der Zeit abnutzen und viele Controller auch nicht sauber hergestellt werden. Prithilith kam allerdings schnell zurück und hat einen Haufen an neuen Carpetless-Setups veröffentlicht. Da hätten wir Deranged Derek, Mild Michael, Orthogonal James oder Orthogonal Jones. Das Besondere an diesen vielen verschiedenen Setups ist, dass sie oft langsamer, aber dafür viel leichter umzusetzen sind. Nehmen wir Orthogonal Jones als Beispiel. Hier müssen wir in der Luft, statt Pause zu drücken und schräg nach unten zu halten, zweimal Pause drücken, dafür aber jeweils in gerade Richtungen. Das ist viel, viel einfacher und ein Stück weit unpräziser, da es hier eine Dead Zone, also eine gewisse Toleranzschwelle gibt. Mit diesen Setups im Gepäck fanden viele Runner neue Motivationen, es wurde nur noch Carpetless gegrindet. Suiji hat diesen Trick 11-mal hintereinander geschafft, Kano hat ihn 19-mal hintereinander geschafft, Babsia hat ihn sogar blind geschafft. Carpetless war offiziell für jeden Runner machbar, ein Trick, der im Schnitt knapp 50 Sekunden einspart, und das heißt, es kam ein 120 Sterne Weltrekord nach dem nächsten. Der erste mit einem Carpetless Weltrekord war Punkay, dessen Run genau eine Sekunde schneller war als der amtierende Rekord. Did I just get the most cringe world record of all time? Oh my god. Paar Tage später hat Karin den Run geschlagen, wieder paar Tage später war Marlene an der Reihe, dann hat Karin den Rekord zurückgeholt mit dem ersten Run, der unter 1 Stunde und 37 Minuten geschafft wurde, was ein riesiger Meilenstein in der Community ist. Ouija, der Rekordhalter bevor Carpetless ein Ding wurde, hat den Rekord aber mittlerweile wieder zurückgeholt mit seiner 1:36:21. Nur ein paar Monate seit dem Release des Carpetless Setups hat sich der Rekord um über eine Minute verbessert, was crazy ist. Und das Beste, ich bin mir sicher, dass dieser Stand hier sehr schnell outdated sein wird, da es noch sehr viel Luft nach oben gibt. Ich habe extra ein wenig mit dem Video zu Carpetless gewartet, da es momentan so viele Runner gibt, denen ich den Weltrekord zutrauen würde und nicht unbedingt abwarten wollte, was passiert. Ein Blick auf das Leaderboard genügt, um zu sehen, wie viele Runner viel schneller wurden, unter anderem durch diesen Trick. Es ist eine aufregende Zeit, um diese Speedrun-Szene zu verfolgen, und all das ist mal wieder der Beweis dafür, dass man niemals nie sagen kann, wenn es um Speedruns geht. Etwas, was für unmöglich gehalten wird, wird möglich gemacht, und das nur durch Menschen, die so viel Zeit und Mühe in genau diese Sache investieren. Dieses Spiel wurde bereits so hart an seine Grenzen getrieben, und ich bin mir sicher, da wird in Zukunft noch sehr viel auf uns zukommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Falls ihr euch mehr für Mario Speedruns interessiert, ich bin selber Speedrunner, wissen manche eventuell nicht, und auf meinem Zweitkanal gibt es davon Highlight-Videos, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao!